Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Euro Fishing. Heute wollen wir mal kein Turnier starten, denn das ging ja letztes Mal gründlich in die Hose. Deshalb gucken wir uns heute einfach mal den Multiplayer an nach dem Patch letzten Mal. Denn der ist jetzt gefixt und wir können da mit dem Rodpod angeln. Das werden wir heute einfach mal testen und dazu werde ich natürlich kein Spiel hosten, denn da ging es schon immer. Aber ich will einfach mit einem öffentlichen Spiel joinen und hoffen, dass ich noch eins finde, denn wir haben schon 1:08 Uhr. Ich muss jetzt auch ein bisschen leiser sein, also keine euphorischen Jubelschreie hier, wenn ich gleich den Monsterfisch fangen werde. Aber trotzdem werden wir das hier einfach mal versuchen, eins zu finden und schauen mal, was passiert. Wie gesagt, ich habe eigentlich wenig Multiplayer gespielt in der Zeit, in der das nicht funktionstüchtig war. Also hoffe ich, dass wir jetzt hier eine positive Überraschung erleben und das jetzt auf jeden Fall klappt mit dem Fischefang. Auch wenn wir natürlich gestern schon festgestellt haben, dass die sowieso grundsätzlich jetzt weniger beißen, aber war vorher wirklich so, dass die meistens gar nicht gebissen haben. Und das hat schon mal hervorragend geklappt, wie es aussieht. Ich versuch's einfach weiter. Kann doch nicht sein. Das hier. Keine Sitzung gefunden. Alles klar. Okay. 1:00 Uhr nachts. Einfach weiter versuchen. Jetzt hat eins gefunden, oder? Komm. Ja. Das sieht doch gut aus. Dann gehe ich mal auf die Landzunge hier, denn da habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Und da steht sogar einer. Wie schreibt man den hier nochmal? Enter. Hello, my friends. Oh, ich habe Caps an. So. Hello. Ja. Erstmal Hallo sagen. So, der steht hier. Da steht auch einer, aber der ist mit der Route woanders hingelaufen. Dann eigentlich einfach mal zwischen den beiden. Und nehmen wir mal den Platz hier in Anspruch. Okay, die wollen nicht mit mir reden. Vielleicht wollten die auch eigentlich unter sich angeln, aber haben es nicht hinbekommen, die Sitzung privat zu setzen. Also Pech gehabt. Und dann werfe ich einfach mal aus. Und dann werden wir mal testen, wie das hier läuft. Mit dem Rodpod. Auf jeden Fall hat der schon 89 Kilo. Okay, der hat auch keine Zeitbegrenzung, das auch. Eigentlich ganz nice für Multiplayer. Na, Plötsch, der war nicht so weit geworfen. Und ich packe hier nochmal einen mit Dampel raus. Und einem großen Haken. Okay, der war gut, der Wurf. Schön weit. Schon so weit, dass ich das Ding eigentlich mal mehr sehe. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier tatsächlich funktioniert. Also den Grafikbug haben sie auf jeden Fall noch nicht gefixt mit der Anzeige da von den beiden Dingern. Und da kommt schon der erste Biss oder was? Perfekt. Perfekt, der erste Fisch ist an der Leine. Und der zweite glaube ich auch. Ja, auf die zwei tatsächlich. Also auf die beiden kleineren Haken haben wir schon mal einen gefangen. Und der wird hier die ganze Zeit piepen. Während ich den Fisch noch drill. Einer von euch hat da geschrieben in den Kommentaren, dass es wohl Routen gibt, die eine aggressivere Übersetzung haben. Und mit denen man die wohl schneller rauskriegt. Aber die habe ich mir jetzt noch nicht zugelegt für die Aufnahme. Deshalb müssen wir jetzt hiermit auskommen. Und einfach mal hoffen, dass das auch so klappen wird. Auf jeden Fall schon mal gutes Zeichen, dass wir direkt zwei Fische dran kriegen. Als Klient der Multiplayer-Sitzung. Das ist natürlich nice. Das Problem ist, man muss halt immer wirklich beten, dass der Host das Spiel nicht verlässt, wenn man irgendwie einen Fisch dran hat oder so. Aber geht da hier eh um nichts, also kann es natürlich sein, dass wir mitten im Drill hier gleich fliegen werden. Damit müssen wir dann durchaus rechnen. Aber wir hoffen einfach mal, dass wir zumindest den hier noch landen können. Und vielleicht auch noch ein paar weitere. Der Zweier, vielleicht ist er bis dahin auch müde. Aber erstmal muss ich natürlich den hier rauskriegen.
Einer hat auch in den Kommentaren gefragt, ob ich mal mit welchen von euch angeln, also mit ein paar Zuschauer. Das können wir auch gerne mal machen, jetzt wo das ja hier gefixt ist. Kann ich dann durchaus mal irgendwann eine Session hosten und mit Leuten von euch angeln. Da will ich dann irgendwie ein Video dazu posten oder wegen Termin oder so oder bei... Oder ich werde es einfach bei Facebook posten. Und dann finden wir das schon welche. Ich weiß nicht, ob das über die Steam-Gruppen geht, wenn ich da eine Gruppe erstelle, dass ich euch darüber vielleicht einladen kann. Irgendwas werde ich mir da noch zu einfallen lassen. Und dann wird das schon klappen. Da bin ich zuversichtlich. Vielleicht spielen wir auch mal eine Runde The Hunter oder so, für diejenigen, die das spielen wollen. Fishing Planet kann man ja leider noch nicht wirklich spielen. Weil man halt nicht gezielt auf einen Server kommt. Und wir haben immerhin schon mal zwei Karpfen jetzt tatsächlich landen können. Eine mit 8 und eine mit 6 Kilo. Und dann werfen wir die Rute schnell wieder aus. Ja, sogar auf Kies. Auch gut. Auch wenn er weiter sollte, aber kann natürlich nicht immer klappen. So, der war auf jeden Fall besser. Kann man noch nicht einschätzen, wie weit der jetzt ist, wegen dem Anzeigefehler, aber macht nichts. Einfach mal wieder rauslegen und gucken, was hier meine Freunde machen. Hallo Freunde. Er piept. Wir haben den nächsten Biss. Also, wenn die beim Turnier so gebissen hätten, dann hätte ich vielleicht eine Chance gehabt. Oh, und der Biss kommt auf die große Route und den großen Köder. Aber das, und auf die 1 auch. Hervorragend. Einfach mal alle. Die Frage ist jetzt, ob ich die Route jetzt hier wegwerfen soll und die 3 in der Hand nehmen soll. Oder ob ich den jetzt hier austrille. Ich versuche den jetzt erstmal auszudrillen und hoffe, dass die 3 so lange dran bleibt. Wäre natürlich geil, wenn ich jetzt hier den Wels rausziehen würde. Das Gute ist, man sieht tatsächlich auch dann, wenn man hier den Fisch auf dem Schoß hat und den Trophy-Shot macht, dann sehen die anderen Spieler das tatsächlich auch im Multiplayer. Das finde ich ja ganz nice. Leider können die sich nicht daneben hocken oder so, dass die dann irgendwie da mit aufs Bild passen. Ich weiß gar nicht, ob das mit hinstellen geht. Aber da wird man wahrscheinlich nur die Beine sehen oder so. Oder man kann sich irgendwie näher ans Wasser stellen und kommt dann so irgendwie aufs Bild drauf. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Boah, die Route macht die komische Bewegung. Oh, Landgang Fisch. Nee, Fisch. Bleib schön hier. Ich hoffe, die anderen hören nicht hier meinen Piepen. Und ich belästige die damit nicht. Nein, ist der 3 jetzt weg? Oder der 1er? Der 1er, alles klar. Der 3 ist noch da. Der 3er ist noch da, meine Freunde. Alles cool bis jetzt. Hier könnte sich immer mal langsam ergeben. Denn sonst ist der 3 auch gleich weg. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, ob das tatsächlich einen Einfluss hat, wenn ich die Bremse irgendwie weiter offen mache. Ob der dann irgendwie länger flüchtet oder ob der einfach nur so lange flüchtet, bis der erschöpft ist und dann irgendwann abfällt. Aber der hier kämpft auch ganz schön. Hat sich jetzt ergeben? Ja, jetzt hat er sich ergeben. Das heißt, schnell landen. Gut, den haben wir gelandet. Kein Fisch, aber immer 10 Kilo Karpfen. Und dann nehmen wir schnell die 3. Kommt in seine Hand. Und dann nehmen wir den Kontakt zum Fisch auf. Und schauen mal, was wir hier dran haben. Der hat sich sogar schon ergeben. Perfekt, können wir den einfach ausdrillen. Und dann können wir direkt wieder alle Routen neu auswerfen, denn die 1 müssen wir auch nochmal resetten. Der ist ja leider abhanden gekommen. So, einmal raus hier, mein Freund. Und auch ein Karpfen, auch nur ein normaler Karpfen. Okay, hört auf, so 8 Kilo, denke ich. 8, 9 Kilo wird der haben. Schauen wir mal, was der Schuppenkarpfen hier zu bieten hat. 7, okay, 7. 7,5. Und das tatsächlich auf den großen Haken und den großen Köder. Da sehen wir schon, dass es jetzt auf jeden Fall schwieriger ist, große Fische zu fangen. Aber ich habe 32 Kilo in
9 Minuten knapp. So, wenn ich das beim Turnier gehabt hätte. Na gut, hätte ich auch nicht gewonnen, aber wäre ich zumindest schon da dran gewesen. Den hau ich mal wieder da hinten hin. Den großen Köder. Zack. Nummer 2 auch. Also mit der 2 komme ich irgendwie nicht so weit. Die liegt mir nicht. Und die holen wir mal schnell wieder rein. Und dann warten wir auf die nächsten. Das müssen wir aber gar nicht machen. Oh, jetzt war aber hier ein Bug, oder? Der kam jetzt so plötzlich aus dem Wasser raus. Alles klar, da liegen wir auf Kies. Können wir erstmal liegen lassen. Und nehmen dann die nächste Route in die Hand und drillen den nächsten Fisch. Also, die haben ja eigentlich geschrieben, dass die Fische weniger häufig anbeißen, aber das kann ich jetzt im Moment mit dem Multiplayer hier nicht bestätigen. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass es endlich gefixt wurde mit dem Multiplayer, das funktioniert. Da bin ich echt froh drum. Und da freue ich mich auch. Weil gerade Multiplayer macht natürlich das Spiel nochmal einen Tick interessanter. Weil so, ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier, okay, ich hätte natürlich auch die Turniere machen können. Bis zur Weltmeisterschaft, aber das sind halt auch nur 2 Turniere und da kommen wir mal bis auf die 3, auf den großen Haken wieder. Aber die Herausforderung finde ich jetzt nicht so spannend, dass ich die irgendwie gerne spielen möchte oder so. Und deshalb finde ich das Multiplayer-System eigentlich ganz gut, dass man zumindest zusammen irgendwie ein bisschen angeln kann und Spaß haben kann. Das hält einer noch so ein bisschen am Leben hier. Als wenn das ein Singleplayer-Spiel wäre. Dann wäre, glaube ich, ziemlich schnell die Luft raus bei dem Spiel. Aber jetzt, wo die das hier gefixt haben, sieht das Ganze schon wieder anders aus. Jetzt kommt auch noch der Regen dazu hier. Nochmal erschwerte Bedingungen. Oder einer hat gelieft. Tschüss, mein Freund. Aber der hat auch nichts zu fangen gehabt, glaube ich. Wahrscheinlich gerade neu im Spiel und direkt Multiplayer gestartet. Das habe ich nämlich auch gemacht, als ich angefangen habe mit dem Spiel hier. Da haben wir hier nochmal einen Karpfen. Ja. Auch ein schöner Spiegelkarpfen. Ja, Schuppenkarpfen vor allen Dingen. 7 Kilo. Und dann nehmen wir den nächsten in die Hand. Und schauen, was uns da erwartet. Vielleicht was Großes diesmal. Was wir auf jeden Fall deutlich merken, ist, dass die Bossfische tatsächlich viel weniger beißen. Das stand auch in den Patch Notes. Und es macht sich jetzt doch bemerkbar. Sonst jede Runde hier 10 Bossfische oder was weiß ich wie viele und jetzt hier ganz selten mal ein. Aber das hat sich auch schon ergeben, glaube ich. Also ein Wels wird es auch nicht sein. Und war vermutlich auch kein großer Karpfen, sondern irgendwie, ja, okay, ist ein Spiegelkarpfen, glaube ich, so wie der glänzt. 8 Kilo haben wir gerade oben gesehen, als er von 40 auf 48 gesprungen ist, aber auch nur ein normaler und kein Bossfisch. Jetzt werden wir die Bossfische wahrscheinlich tatsächlich so selten zu Gesicht bekommen, wie das eigentlich sein soll. Aber finde ich auch besser, das ist natürlich vorher schon extrem übertrieben gewesen. So, 2 noch raus. Oh, der war ein bisschen hoch. Aber dafür auch weiter als sonst mal mit der Nummer 2. Dann gehen wir mal schauen, ob unser Freund hier noch steht. Hallo. Okay, wir kommen bis. Ich sage dir doch nicht hallo. Ich gehe nochmal schnell gucken. Ah, jetzt gehen sie wieder überall hier drauf. Auch schön die Farben hier. Lila und Orange. Toll. Nehmen wir mal die Lila, ne? Ich habe gutes Gefühl bei den Liedern. Muss halt einfach sein. Irgendwo habe ich tatsächlich auch so ein Bissanzeiger rumfliegen. Weil die Aale tatsächlich vorsichtig geworden sind. Früher da hat man die Aale mal locker gefangen. Rute aufrecht ans Wasser gestellt. Glocke dran. Und dann hang der. Und wenn die Rute fast ins Wasser geflogen ist, dann wusste man, man hat einen dran. Aber die beißen tatsächlich jetzt auf einmal so vorsichtig, dass ich tatsächlich auf Bissanzeiger umgestiegen bin.
oder auf Knicklicht pur und dann einfach auf die zarten Zupfer achte. Ist ganz selten, dass da mal... Oh, nee, kein Landgang. Komm da raus aus dem Gras. Ist tatsächlich ganz selten, dass ich tatsächlich noch knallharte Bisse bekomme. Mag aber auch am Gewässer liegen. Denn früher habe ich immer in einem schnell fließenden, flachen Fluss geangelt. Und da mussten die wahrscheinlich härter zupacken als... Nee, komm. Als in dem Fluss, wo ich jetzt angel. Weil der schön tief ist und gar nicht mal so schnell fließt. Da haben die genug Zeit, sich das in Ruhe anzugucken. Okay, der Fisch ist weg, macht nichts. Aber der hier, nee, komm. Ich hoffe auf jeden Fall, dass hier auch noch ein paar mehr Fischarten reinkommen. Ich meine, wir fangen jetzt hier Fisch ohne Ende, aber halt alles Karpfen. Wahrscheinlich liegt das auch ein bisschen zum Teil am Köder. Dass der Boilie und der Dampel jetzt speziell vermehrt Karpfen fangen. Und wir vielleicht mit dem Brot irgendwie mehr Glück hätten oder so, irgendwie was anderes zu überlisten. Aber ich möchte natürlich auch irgendwie die Chance auf den Wels haben. Und ich wüsste nicht, mit was ich den Wels sonst fangen soll bei dem Sortiment hier. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal den nächsten Karpfen am Start. Sagt, das Keschern ruckelt irgendwie ein bisschen jetzt komischerweise. Oh, der sieht gar nicht mal so klein aus. Wird ein paar, so 10 Kilo wird er wahrscheinlich haben. Ja, 10,7. Auf jeden Fall länger. Und nicht so hoch wie die anderen. Schöner Fisch auf jeden Fall. Setzen wir aber wieder zurück, denn mitnehmen können wir den hier nicht. So, auf Kies. Welche haben wir da gerade gehabt? Die 2, ne? Die 2 müssen wir einmal kurz resetten. Und auf die 3 haben wir noch gar nichts bekommen. Ich kann es mal hier versuchen. Mit den Fischen hier vorne. Ich weiß nicht, ob das jetzt klappen wird. Weil ich euch letztes Mal schon zeigen wollte. Ah, man kann sich jetzt tatsächlich so weiter drehen. So, sieht man die jetzt? Der Biss kommt auf die 1. Aber ich sehe hier leider auch keinen Fisch vor meinen Füßen. Haben die das vielleicht gefixt? Ah, ich kann einfach mal aus dem Wasser heben und wieder reinpacken. Ne, scheint aber nicht so auszusehen. Oh, das war ein bisschen viel. Oh, und auf die 3 haben wir auch einen Biss. Dann werfe ich die immer schnell aus und nehme dann die 3 in der Hand. Und hoffe, dass wir da vielleicht noch einen dickeren an Land kriegen. Ihr meint schon 60 Kilo Fisch in der Tasche, ist natürlich auch schon mal gar nicht mal so schlecht. So, was kommt hier zum Vorschein? Die 1, die wird gleich sowieso wieder flöten gehen. Ich glaube nicht, dass der lange noch dran bleibt. Aber wenn das hier ein Wels wäre, dann müsste der, glaube ich, oben aus dem Wasser schon wieder rausgucken. Gerade bei den Fluchten, weil jetzt ist hier 0,1 Meter tief. Das ist natürlich gar nichts. Und die hatten in den Patchnotes auch geschrieben, dass die bei bekannten Fehlern durchaus nicht das Problem haben, dass große Fische in großen Seen oben aus dem Wasser rausgucken. Aber den sehe ich jetzt hier gar nicht. Und der hat sich auch schon ergeben. Scheint also ein richtiger Monster zu sein. Hier wieder ein Karpfen. Dann kriegen wir den Einser vielleicht doch noch. Ja. Fast wieder so ein Einhornfisch. Aber sieht ein bisschen krüppeliger aus. Nicht ganz so schön. 7,8 Kilo. Spiegelkarpfen. Ne, Schuppen. Irgendwann kriegt das noch hin. Na oh, cool. Jetzt genau ab, als ich hier die Rute in der Hand nehme. Und schon wieder der lustige Bug hier mit dem Springen des Köders aus dem Wasser. Irgendwie ruckelt das gerade. Ich weiß aber nicht warum.
Ah, es ist wahrscheinlich noch der alte Multiplayer-Bug, dass der beim Auswerfen etwas ruckelt. Den gab's vorher auch schon. Und jetzt gucke ich mal, ob ich hier nicht schnell zu meinem Freund hier komme. Hallo. Hallo, mein Freund. Du hast einen Fisch. Oh. Ich muss, glaube ich, mal zurück. Ah, hier hätte ich vielleicht angeln sollen. Neben dem. Aber ich wusste nicht, dass der andere abhaut. Hätte vielleicht vorher gucken sollen, wer der Host ist von der Partie hier. Und wir haben tatsächlich an zwei Routen den Fisch. Dann fangen wir links an und arbeiten uns durch. Wenn wir denn die Chance dazu kriegen. Erstmal ausdrillen hier den kleinen. Kommt fast näher, aber der geht noch mal. Nein, 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 nein. Ich habe ein bisschen Angst, dass die tatsächlich an Land gehen. Da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Und auch in den Kommentaren wird das öfter mal erwähnt, dass die Fische hier gerne Beine bekommen und dann einfach mal verschwinden. Und ich glaube auch bei den bekannten Problemen stand das noch drin, dass das durchaus passieren kann. Deshalb möchte ich die eigentlich mal gerne vom Ufer fernhalten, sofern die nicht vor meinen Füßen sind. Da darfst du gerne rumschwimmen, mitten im Wasser. Das ist mir durchaus recht. Ah, jetzt hat er sich auch ergeben. Also der wird schon mal nicht mehr fliehen. Und haben wir hier an Land gezogen, noch einen Karpfen. Das Kescher ist auf jeden Fall wesentlich leichter geworden. Ich brauche kaum noch eine Taste drücken und er ist direkt hier im Sack, 9 Kilo Spiegelkarpfen und dann nehmen wir natürlich die 2 in die Hand und bekommen noch den Biss auf die 3, perfekt. Ich habe gesagt, wir arbeiten uns von links durch, also enden wir ganz rechts. Bei der 3, denn der sollte gar nicht mehr so lange kämpfen, ja, hat sich schon ergeben, wollte schon sagen, der war schon so lange dran wieder. Der müsste eigentlich schnell das Ende gefunden haben. So, auch nochmal ein Karpfen. Heute mal Karpfen en masse hier. Boah, das ist echt ganz schön gefärbt. Sollte auch wieder so 10 Kilo haben. Ja, 10,7. Schöner Fisch. Und jetzt die Hoffnung. Ruht auf der 3. Mit einem dicken Brocken. Der Regen hat auch aufgehört. Also kann das nur ein gutes Zeichen sein für uns. Dass hier jetzt der richtige Monsterfisch auf uns lauert. Gut, dass ich die beiden dicksten Welse im Spiel schon während der Phase gefangen habe, wo die leicht zu fangen waren, sag ich mal. Ob sie wirklich leicht zu fangen waren, weiß ich nicht, aber ich habe es auf jeden Fall schnell hinbekommen, also kann es nicht schwer gewesen sein. Dann muss ich das hier nicht jetzt irgendwie 20 Milliarden Stunden versuchen, wenn die jetzt so selten geworden sind. Und wenn man mit großen Haken und großen Ködern auch kleine Fische fangen kann, da bin ich durchaus dankbar, dass das schon mal abgehakt ist. Kann ich wenigstens sagen, ja, ich habe mal einen gefangen, damals in der guten Zeit, als das noch alles leicht war. Und der hier hat sich auch schon ergeben, also scheint es doch kein Kapitaler gewesen zu sein. Und leider auch wieder nur ein Karpfen. Zack, glitsch, glitsch. Ja, Karpfen am Start hier nochmal. Mirror Carp 7,8 Kilogramm. Packen wir zurück und dann würde ich sagen, machen wir hier auch schon wieder Feierabend an der Stelle. Knapp 100 Kilo Fische gefangen. Also da waren schon ordentlich viel Fische dabei. Und das ist natürlich sehr gut, denn wir waren der Klient. Vorher ging das nicht. Und jetzt geht's endlich. Deshalb freue ich mich auf jeden Fall darauf, wenn ich mit welchen von euch zusammen angeln kann. Wie gesagt, ich werde mir angucken, wie das am besten gemacht wird, ob das mit einer Steam-Gruppe oder so lösbar ist, dass ihr da alle rein könnt, die mitspielen wollen.
und ich euch dann da irgendwie einladen kann oder ihr darüber joinen könnt oder was weiß ich. Werde ich mir auf jeden Fall irgendwas ausdenken und dann freue ich mich darauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr es auch bewerten würdet. Und dann hoffe ich auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit von der Partie seid. Wenn wir dann vielleicht schon zusammen angeln, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, in den nächsten Tagen bekomme ich das, glaube ich, nicht hin. Aber ich werde dann vielleicht nochmal Multiplayer reingucken und vielleicht dann auch welche von euch da treffen, wenn das nicht gerade wieder mitten in der Nacht ist. Ich weiß, es ist immer spät. Aber dann komme ich meistens erst zum Aufnehmen, deshalb einfach mal lange wach bleiben und Multiplayer starten bei Euer Fishing. Vielleicht seid ihr dann dabei. Ich bedanke mich auf jeden Fall trotzdem fürs Zuschauen. Sage Petri Heil und bis zum nächsten Mal.